Menschen tun alles Mögliche, wenn sie verliebt sind. Aber es steht viel auf dem Spiel, wenn es um ihr zukünftiges Glück geht. Dieses Mädchen ist schon seit einer Weile in diesen Typen verliebt. Sie will die ganze Zeit mit ihm reden. Ihm Komplimente machen, über alles und jedes reden, von ihren zukünftigen Kindern träumen. Sie kennt keine Grenzen. Es ist nur schade, dass er sie nicht hören kann. In der Zwischenzeit musste sie zum Flirten zu ihrem Kissen greifen. Zumindest hat sie eine lebhafte Fantasie. Mist, fast hätte ich vergessen, dass ich heute Unterricht habe. Und hier ist er, Mr. Perfect höchstpersönlich. Sicher, er sieht gut aus, aber seine Manieren... Hat er sein Kaugummi ausgespuckt? Wie kann man ihn einfach liegen lassen? Oh, er ist noch warm. Was für ein Fund. Da ist überall seine DNA drauf. Zeit, es auf den Altar der Liebe zu legen. Wunderschön. Ein weiteres Exponat in der Sammlung. Ist das nicht erstaunlich? Es fühlt sich an, als gäbe es immer mehr von ihm neben mir. Eine andere Möglichkeit, über Bord zu gehen, ist die Überfürsorge. Sie lieben ihren Partner und wollen ihn ständig verwöhnen. Aber das kann ein bisschen zu viel sein. Manchmal. Hatschi! Der Hyperschutzmodus ist aktiviert. Was ist los mit dir? Fühlst du dich krank? Hast du Fieber? Soll ich einen Krankenwagen rufen? Du musst dich ausruhen. Leg die Gitarre weg. Du brauchst sie nicht mehr, bis es dir besser geht. Du musst deine Kehle schützen. Ich mache dir eine Kompresse, okay? Dann geht's dir besser. Was machst du da? Was meinst du? Ich messe deinen Blutdruck. Das Ziel des Tages ist es offensichtlich, dass er überlebt. Oh nein, wozu brauche ich die Wärmflasche? Ist das kochendes Wasser? Versuchst du mich umzubringen? Hilfe, es brennt! Chips und Soda. Toller Snack. Aber heute nicht. Das ist so schlecht für dich. Du darfst es nicht essen. Ist das dein Ernst? Ist das nicht dein Ernst? Kein ungesundes Essen. Was habe ich getan, um das zu verdienen? Ich wollte nur einen Snack. Oh, mach dir keine Sorgen, Schatz. Ich werde dich nicht verhungern lassen. Hier ist dein Mittagessen. Lecker und gesund. Iss auf. Nein, ich kann einfach nicht. Ich kann es nicht tun. Hör auf, dich wie ein Baby zu benehmen. Schau, riecht das nicht gut? Und es sind so viele Vitamine in diesem Saft. Oh, großartig. Danke, Mami. Ich bin so durstig. Ich glaube, ich hatte etwas in meinem Spind. Oh, verdammt, ernsthaft? Ich hab's verschüttet. Aber Miss Caring kümmert sich um den Fall. Zieh dein Hemd aus. Ich werde es schnell sauber machen. Lass das. Entspann dich, okay? Ich habe gerade eine Waschschüssel in meinem Spind. Eine Waschschüssel? Ist das ein Witz? Sieht das wie ein Witz aus? Ich bin deine Freundin. Ich muss mich um dich kümmern. Waschmittel, Wasser. Ich werde es einfach waschen. Es wird so sein, als wäre es nie passiert. Ich kann keinen schlampigen Freund gebrauchen. Wie viel mehr davon kann ich noch ertragen? Oh, es gibt einen Geheimagenten in der Klasse? Nein, es ist nur eine Art von Liebhaberin. Der Spion. Diese Person will alles über das Objekt ihrer Verehrung wissen. Oh, sein Telefon ist nur eine Fundgrube an nützlichen Informationen. Oh-oh. Ahnt er etwas? Seltsam. Es ist niemand hier. Aber er kann sich noch nicht entspannen. Sogar bedeutungsloser Smalltalk mit einer Freundin muss zu den Beweismitteln. Hast du das gesehen? Vor dem Fenster? Ups! Sieh zu, dass du da rechtzeitig rauskommst. Und wohin? Sieht aus, als würdest du Dinge sehen. Dachtest du, du würdest dich zu Hause sicher fühlen? Denk nochmal drüber nach. Der Geheimagent ist bereits in Position. Das Badezimmer ist der nützlichste Ort für eine Überwachung. Man kann so viele faszinierende Dinge sehen. Aber offensichtlich ist er nicht so erfreut wie sie. Hey, was machst du denn hier? Oh, hey. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Stimmt etwas nicht mit dir?
Entschuldige, ich muss wohin? Ich muss Leute treffen. Jungs können natürlich auch genauso anmaßend sein. Was kann man in so einer Situation tun? Sie selbst. Wow, was ist das? Ein Besen? Oh, der ist für mich? Ja, danke, das ist so nett von dir. Ich wollte dich nur zum Lächeln bringen. Oh, Moment mal. Bleib hier, ich bin gleich wieder da. Wo willst du denn hin? Jo, Mann, gib mir das Telefon und niemand wird verletzt. Ich meine es ernst. Nimm es einfach, bitte sehr, tu mir nicht weh. Hier hast du es, Liebes. Das ist für dich. Ist das dein Ernst, Schätzchen? Vielleicht solltest du das nicht tun. Nimm es einfach. Los geht's. Wow, was für ein Mädchen. Was? Wie kannst du es wagen? Nimm das. Du solltest es besser wissen, als mich so anzuschauen. Ciao. Diese Frau ist ein Traum. Und gib das zurück. Du hast es nicht verdient. Sein Telefon explodiert gerade vor lauter SMSen. Es ist wieder dieses Mädchen. Wie viele Nachrichten kann sie mir schicken? Aber dieses Mädchen ist nicht so leicht zu stoppen. Kannst du bitte mit dem Spamming aufhören? Was? Kannst du ernsthaft nicht auf eine SMS antworten? Ernsthaft? Zettelchen? Ich fass es nicht. Hey, komm schon, nimm es. Es ist wichtig. Ja klar, ich werde es später lesen. Nein, ich bitte dich. Beantworte wenigstens eine Nachricht. Vorsicht, die Mailbox ist bereits voll. Ups, ich glaube, sie hat es übertrieben. Endlich Zeit für einen Snack. Oh, ein Platz zum Sitzen. Oh mein Gott, er kommt hierher. Die Handflächen schwitzen, der Puls rast. Wie kann ich aufhören, so nervös zu sein? Hoppla, etwas scheint schiefgegangen zu sein. Sieh mal, was du gemacht hast. Es wäre vielleicht besser, sich einfach zu bewegen. So ist es immer. Werde ich jemals lernen, nicht schüchtern zu sein? Es ist das perfekte Wetter, um frische Luft zu schnappen. Da kommt er. Oh nein, er kommt genau hierher. Wo soll ich mich verstecken? Er darf mich nicht sehen. Oh, was für eine herrliche Lampe. Tut sie ernsthaft so, als wäre sie eine Lampe? Hey, bist du sicher, dass es dir gut geht? Sieht aus, als wäre er weg. Hat es geklappt? So süß und... Er sieht mich direkt an. Oh nein, das war schmerzhaft. Warum werde ich immer so ungeschickt, wenn ich ihn sehe? Okay, was brauche ich noch für den Unterricht? Hey, wo ist unsere nächste Vorlesung? Ich? Du fragst, ich weiß nicht. Ich erinnere mich nicht. Huch, sieht aus, als hätte die Gelassenheit das Gebäude verlassen. Das war peinlich. Und jetzt willkommen in der Friendzone. Wow, du bist so witzig. Ja, er ist so weit von Romantik entfernt, wie es nur geht. Oh, ich glaube, er kommt in meine Richtung. Hey, es ist schön, dich zu sehen. Ich habe so lange auf dich gewartet. Hey, wo willst du hin? Was? Wer ist denn das? Das darf doch nicht wahr sein. Das kannst du mir doch nicht antun. Oh, du bist auch hier? Hey, was ist denn los? Es ist lange her. Na, Schatz, sollen wir jetzt gehen? Er bemerkt mich gar nicht. Nur Freunde zu sein, ist das Schlimmste. Aber dieser Typ denkt vielleicht nicht so. Warte mal, mein Rücken tut irgendwie weh. Warte eine Sekunde. Ich habe den Weg verstanden. Hey Kumpel, was ist los mit dir? Komm schon, Kopf hoch. Hör auf, das macht Spaß. Nein, er wird mich nie als Freundinnenmaterial sehen. Wie spät ist es? Und wo ist es? Beeil dich und komm her. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Es geht um Leben und Tod. Oh, ist es wirklich das, was ich denke? Ja, 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 so ist es. Wow, das kann nicht sein. Kann ich es öffnen? Das Abzeichen des besten Freundes? Ist das dein Ernst? Ja, du bist mein bester Freund. Es ist toll, nicht wahr? Probier es an. Schau, wie cool.
Ich wusste, es würde dir gefallen. Ja, sehr schön. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Warte eine Sekunde, ich muss dem Mädchen antworten. Es scheint keinen Ausweg aus dieser Friendzone zu geben. Auch wenn du an Liebeskummer stirbst. Er wird einfach denken, es wäre ein lustiges Fotoshooting. Halt still, warte. Schau, es wird ein lustiger Streich sein. Dann wird er einfach zu seiner Verabredung gehen und mich vergessen. Diese Verliebten sind ziemlich intensiv, was? Wie verhältst du dich, wenn du in jemanden verknallt bist? Mutig genug, um sie in den Kommentaren zu markieren? Lass es uns wissen! Gib diesem Video auf jeden Fall ein Like und abonniere unseren Kanal, wenn du neu bist. Klicke auf die Glocke, damit du nie etwas von TrumTrum Select verpasst.